der Aufmerksamkeit suchen, der jetzt. Wo bist du? Wo müssen wir noch? Dann unter? Dann unter. Dann auf. Ja, dann wir hätten oben aufgemusst. Hä? Wir hätten aufgemusst. Sicher? Dann wieder wenden. Ist super. Also bis gleich, Männer. Eine weitere Location angekommen. Das scheint eine Presse irgendwas Fabrik zu sein. Pressehefefabrik oder so ähnlich. Ja, ist schon relativ runtergerannt. Könnt ihr ja sehen. Irgendwie typischer Lost Place halt, ne? Komplett runter. Der Jens hat keine Panik, so nix, Alter. Alter, was ist denn da los? Wenn ich den Jens jetzt siehst, hörst du mal, Alter. Da hinten hat's noch nie. Ha? Ja, schau mal dann auf, Stummel. Wenn du dann aufschaust, siehst du das so? Jetzt ist das Ganze schon durchdrückt. Da hinten würde ich nicht mehr laufen, Alter. Das schaut irgendwie nicht mehr so prickelnd aus. Da oben ist noch ein Raum. Bisschen Einrichtung am Start. Ja, es ist nichts Spektakuläres, muss man einfach so sagen. Ist halt ein typischer abgeranzter Lost Place. Aber gehört zu unserer Tour. Und quasi, wir sind immer noch in Oberfranken unterwegs. Ja. Ich zeige euch mal was. Gebäude, da hinten ist der Eingang. Da unten ist der Eingang. Ja. Da hinten. Das sah da irgendwie cool aus, da unten noch. Da unten ist auch noch mal was, hört ihr auch rüber. Geht's lieber? Sehr geil. Hier haben wir noch ein bisschen Einrichtung am Start. Jawohl. Das nenne ich doch, jetzt wird es interessant. Zumindest mal ein bisschen Einrichtung. Hier ist hier noch ein Buch. Ein Mann wie ein Wolf. Und hier scheint es jetzt dann rüber zu gehen. Ne? Da sind noch alte Öfen drin. Da oben die uralten Steckdosen sind ja krass. Hier habt ihr noch einen Ausblick nach draußen. Ja, und da geht es jetzt rüber. Bis gleich. Das ist jetzt der untere Bereich. Also das hier ist jetzt der komplette untere Bereich, was wir von oben euch gezeigt haben. Also es ist auch ein riesen Fabrikgelände, was komplett verlassen ist. Da geht es auch nochmal rein. Jetzt schauen wir nochmal. Seht ihr hier schon alles eingestürzt. Krass.
ist auf jeden Fall schon krass. Das ist ein älteres Gebäude, da draußen fährt die Bahn. Wahnsinn. Also ich bin echt erstaunt. Ein paar Details erkennt man. Seht ihr hier den alten Sicherungskasten? Der ist auch krass. Alter, ist krass. Voll krass, Bruder. Heftiger Platz. Das ist halt, wie erwähnt, eine alte, runtergekommene Fabrik. Ja. Oben wird es nicht mehr zu sehen geben, gehe ich mal davon aus. Ja, mal schauen, wo der Jens ist. Der macht gerade wahrscheinlich schon wieder das Selfie vom kompletten Bereich. Ja, schau ich mal dahinter noch, weil da bin ich noch nicht runter gelaufen. Ha? Aber es wie es aussieht, komplett runter. Ist nicht mal viel zu entdecken. Ja, ich würde mal sagen, das war's, weil da von vorne sind wir gekommen. Und hier vorne sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ja. Ja, wer weiß. Ja. Das war der Startschuss. Die entscheidende Frage ist jetzt, wo ist Jens? Wo ist Jens? Wo ist Jens? Rückzug aus der Location. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, wie immer. Ein Like natürlich. Und was sehr, sehr geil wäre, kommentieren. Und teilt die Videos. Würde mich freuen. Bis später.